Vielleicht nicht der Allergeilste, aber ich bin geil. Geiler Typ. Mit Dummheiten habe ich Geld verdient. Wenn jemand so eine Show mal gewonnen hat, mit wie viel Geld kann so jemand nach Hause gehen? Dieter Bohlen, gib mal deine sexy Kohle in den Rekord, Dieter Bohlen. War dir denn bewusst, dass du für viele auch so eine Witzfigur am Ende abgibst? Was hattest du eigentlich mit Bushido zu tun? Wir waren Freunde. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen nämlich heute einen Mann, der ein Star im deutschen Trash-TV ist. Aber bevor es losgeht, kommen wir auch heute erstmal zum Faktencheck. Mit dem Begriff Trash-TV sind Fernsehsendungen gemeint, in denen Merkmale wie Demütigung, Erniedrigung oder lautstarke Streitereien vorkommen. Eine genaue Definition gibt es aber nicht. Als deutsche Beispiele werden oft Bauer sucht Frau, Frauentausch, Big Brother oder das Dschungelcamp genannt. Die Unwissenheit oder Naivität der Protagonisten in solchen Formaten sorgt oftmals dafür, dass sie nach ihrer Teilnahme kein ungestörtes Privatleben mehr führen können, da Witze über sie gemacht werden und sie teilweise als asozial abgestempelt werden. Und mein heutiger Gast Cosimo war in verschiedenen Staffeln von Deutschland sucht den Superstar mit dabei, hat auch an Big Brother teilgenommen und ist in der aktuellen Staffel von Kampf der Reality Stars mit dabei. Danke. Kein Problem. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Faktencheck. Ihr könnt den YouTube-Kanal hier auf jeden Fall noch akquirieren und die Glocke marinieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir gehen los und treffen Cosimo. Hallo, hallo, hallo. Hey, was geht ab, Bruder? Du Alles weißt. Klar? Ja, bei dir. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ich bin Cosimo Citiolo, bin 39 Jahre alt, Steinbock und cool drauf. Mich kennt man aus den Medien, Entertainment und was Krasses habt ihr noch nie gehört und gesehen. Okay, ja Freunde, so eine selbstbewusste Vorstellung hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Video heute außergewöhnlich wird, weil wir werden über DSDS sprechen, aber auch über Glücksspiel und ganz verschiedene Sachen. Yes. Das ist eine Wundertüte, die wir hier heute sitzen haben. Aber Freunde, wenn ihr bereit seid, dann ja, nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück und ich werde dir heute ein paar Fragen stellen. Du musst nichts beantworten. Aber wenn du es tust, freuen wir uns. Ich werde dir alles sagen, bis auf meinen PIN von der Bank. Und selbst wenn du die hättest, ich wüsste, du würdest keinen Cent von der Bank abheben. Du würdest wahrscheinlich eher was drauf zahlen. Versprochen. Wenn das heute kommt, versprochen. Okay, ja. Meine erste Frage wäre, du bist heute 39, aber du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen, überhaupt in dieser Medienlandschaft unterwegs zu sein. Und mich würde interessieren, was war so dein erster Auftritt, dein erster Kontakt so mit Fernsehen und Medien? Also siehst, ich habe Gänsehaut. Ich war früher so ein bisschen, ich habe es gemocht, Stars zu sehen. Es gibt Leute, die sind für mich was Großes. DJ Bobo, damals Zlatko vom Big Brother, erste Staffel mit Jürgen. Das war für mich diese Zeit, 99 hat alles angefangen. Da war ich bei der Dom. Am Schluss habe ich so VIP-Pässe gehabt und ich habe mich irgendwo reingemogelt, bin am Schluss mit Shakira auf der Bühne gewesen. Und das war für mich eine Ehre. Und davor hatte ich ja mit ihr geredet gehabt, sagt sie auf Spanisch, du bist ein hübscher Typ. Ne? Und dann habe ich gesagt, du bist muy bonita, das heißt, du bist eine sehr coole Sau. Ne? Und so. Und dann hat es so angefangen, ne? Dass man halt mit den Leuten geredet hat, die halt wirklich auf einmal ganz krass bekannt sind. Ne? Und es waren halt Anfangszeiten von vielen Stars auch. Und ich habe viel gesehen. Habe auch viel dazugelernt. Danach habe ich angefangen, Tänzer zu sein in den Discos. Deswegen sind wir hier in einer coolen Disco heute und nicht sonst, wo du sonst immer deine Interviews gibst. Mhm. Ja. Du bist also erstmal so ein bisschen, hast du diesen Weg zu den Stars gesucht, um so ein bisschen da kennenzulernen, wie die. Ich wollte immer auch, und ich bin ja ein Star jetzt natürlich, aber ich wollte auch immer ein Star sein. Das heißt, ich versuche das so gerade zu verstehen, du hast dich da mal auf ein paar VIP-Partys, wo Stars unterwegs waren, so reingeschmuggelt und dann irgendwann selber auch so deine ersten Auftritte gehabt, als Tänzer dann plötzlich. Und das, was ich erzähle, ist halt meine Verkörperung. Andere Menschen würden auch sagen, ah, du warst Stripper, ich würde mich schämen. Ey, ich war professionell, ich war der meistgebuchte Stripper in Deutschland. Echt jetzt? Du ja, als Südländer. Vom Tänzer bist du dann zum damals Stripper gewechselt. Südländer wollten nicht strippen, die hatten Angst, dass Eltern irgendwas Falsches denkt. Meine Eltern habe ich einmal mitgenommen, danach sagen die, geiler Typ, Alter, die wussten gar nicht, dass so ein Talent ist. Was hast du da verdient als Stripper? Ja, da über Geld redet man nicht. Oh, okay. Ich habe schon viel Steuern bezahlt auf jeden Fall, kann ich dir schon sagen.
Also es hat sich aber gelohnt, Stripper zu sein. Natürlich, hallo, ich habe Versace getragen, alles. Immer original, nicht gefälscht, so wie heute. Cosimo, ich versuche gerade mal so ein bisschen gedanklich dir zu folgen. Dass, ne, ich habe verstanden, gut, du hast super viel Tanzauftritt hingelegt, teilweise warst du auch Stripper. Ja. Und wann war für dich so der Moment, wo es richtig geknallt hat, wo du selber dann auch mal im richtigen Rampenlicht standest, weil alles, was du bisher beschrieben hast, da warst du eher der Tänzer für andere und bei anderen mit dabei. Mhm. Aber wann war so dieser Moment, wo die Cosimo Show... Guck mal, ich habe Gänsehaut, das war mein bester Kollege, Freund, der ist leider gestorben, weil ich kannte ihn seit 99. Ich habe ihn in Italien damals kennengelernt, dabei immer... Er war so einer, der kam, immer wollte mit mir cool sein, weil ich gut angezogen war. Ich sag, komm, nimm ich mal Disco. Ich habe ihn nicht ernst genommen damals, 99. Und irgendwann mal sind wir so gute Freunde geworden, weil er kommt ja aus Albstadt-Ebingen und ich aus Stuttgart, dass er jedes Wochenende nach Stuttgart gefahren ist und wir immer in den geilsten Clubs waren. Und er war für mich so der beste Freund, den ich je gehabt habe, weil alles, was ich mit ihm erlebt habe, war lustig und cool. Mhm. Und dann sind wir zu DSDS gegangen. Dann ist er über mich gesprungen, Salto gemacht, ich über ihn. Erst bin ich selber reingegangen, habe ich irgendwie probiert zu singen. Dann hat Dieter Bohlen noch gesagt, du bist sich gut aus, Brust rasiert. Und damals gab es noch nicht dieses ganze gecleante Typ bei dem Fernsehshow, so weiß gepflegt. Da war ich natürlich auch 15 Kilo dünner. Ich war vor Ronaldo, verstehst du, was ich meine? Und das hat Dieter Bohlen gefeiert. Natürlich habe ich dann irgendeinen Scheiß gesungen, was halt wieder mir Aufträge gegeben hat. Also Disco-Auftritte auf einmal, dass ich da performen soll. Dann habe ich beim zweiten Performance dann Spider-Man gemacht. Das heißt, du bist dort auch weitergekommen? Immer als Figur hingegangen. Immer als, nicht weitergekommen. Aber man hat mich so gezeigt, dass ich automatisch dann die Leute mich gebucht haben. Die ersten zwei, drei Male, wo man mich gezeigt hat, da musste ich mir alles anhören. Von Beleidigungen, Idiot, Blamage. Aber als die gesehen haben, dass ich Cash in der Tasche hatte, dann war ich auf einmal nicht mehr der Idiot, verstehst du? Es wird immer Menschen geben, die einen verurteilen oder beurteilen. Mhm. Aber mich juckt das nicht. Ich habe damit Geld verdient. Okay. Lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen. Du hast nämlich gerade gesagt, dass du bei DSDS warst. Nicht nur einmal, sondern... Mehrmals? Bestimmt sechsmal, fünfmal haben die halt gezeigt. Ach, okay, krass. Mein erstes Mal mit Fabio, mit meinem verstorbenen besten Freund. Zweiter Mal Spider-Man-Performance. Dann habe ich einmal als Cowboy bin ich reingegangen, habe ich gesehen, ich bin Cosimo Cowboy Joe, keiner kennt mich so. Dann habe ich halt irgendwas performt. Dann habe ich auf Elvis gemacht ein bisschen, Tutti Frutti. Und dann habe ich meinen Reim gemacht, Dieter Bohlen, gib mir deine sexy Kohle. In den Record, die Tabone. Wie kam das an? War nicht so, aber irgendwie war es doch wieder lustig, dass ich wieder Auftritte bekommen habe in Diskotheken. Ich habe einfach gesehen, dass es diese Plattform, was jeder sagt, Schmock, Idiot oder Gay oder alles Mögliche, was die mir gesagt haben, habe ich damit Geld verdient mit dieser Art Plattform, die ich dann selber dann entwickelt habe. Okay. War dir denn bewusst, dass du für viele auch so eine Witzfigur am Ende abgibst? Was heißt Witzfigur? Weißt du, natürlich Witzfigur, ich habe immer so Vergleiche mit den Leuten gemacht. Immer wenn einer sagt, du bist Witzfigur, andere würden sich nie rechtfertigen, ich rechtfertige mich. Und dann sagt, ey, Witzfigur verdient Geld. Ist ja immer noch eine Witzfigur. Natürlich, von 100 sind immer 10, die sagen, du bist trotzdem eine Witzfigur. Mhm. Aber von den 100 sind dann 90, die sagen, du bist doch keine Witzfigur. Und das ist das, was ich halt kann. Weil das ist, ich bin ja keine Witzfigur, wenn ich mit Witz und Spaß Geld damit verdiene. Okay. Witzfigur ist man vielleicht, in Anführungsstrichen, selbst da ist man keine Witzfigur. Aber Witzfigur ist gleich was Schlechtes. Ja und nein. Also ich gehe eher von dem Punkt aus, dass du bei diesen Auftritten bei DSDS zum Beispiel, wo ja eigentlich das Sendungsformat so verläuft, dass du versuchst, so gut zu singen wie möglich, um am Ende Deutschlands bester Sänger irgendwie zu werden, dass du dort nicht mal eine Runde weitergekommen bist, aber halt gesagt hast, ich komme jedes Mal wieder. Überleg mir irgendeine abgefahrene Idee, ich komme als, keine Ahnung, mit meinem Freund, als Tänzer, als Stripper, ich mache Cowboy-Auftritte und weiß der Kuckuck, Hauptsache es ist lustig und mir ist das auch ziemlich egal, wie das Sendungsformat jetzt eigentlich ist, weil ich komme hierher zum Entertainen und wenn die Leute sich am Ende kaputt lachen über mich und Leute am Ende sagen, okay, der ist witzig oder der ist in meinen Augen ne, so eine Witzfigur, dann ist mir das sogar sehr recht. Ich kann jetzt ein paar Beispiele machen,
meine Ideen wurden meistens von großen Künstlern, die erfolgreich waren. Große Künstler ist für mich, die erfolgreich sind mit Platin, goldenen Schallplatten. Meine Ideen sind nach Jahren auch an anderen Künstlern praktisch ähnlich gewesen. Meine Beats, meine Art Gesang. Natürlich, die hatten geile Studios, wo die viel Geld investiert haben, wo ich nie hatte. Deswegen sind auch viele Sachen nicht so geil. Von der Qualität her, was auch wieder geil ist, dass das, was Capital Bra oder Apache jetzt ist, auch Ideen von mir waren schon vor 10 Jahren, bevor es die gegeben hat. Es gibt was ich machen wollte, was ich eigentlich mit Bushido produzieren wollte, auf meiner Stimmbasis, und es rausbringen wollte. Was er gemeint hat, das wird nichts. Du hast gesagt, dass du deine ersten Songs dann rausgebracht hast und auch das Singen nicht so 100% als Singen, als Künstler ernst gemeint hast, sondern eher als Entertainer. Genau. Und eine Songidee Bushido vorgetragen hast, der ja einer der größten deutschen Rapper ist. Ja, natürlich. Ich glaube, er hat mich nicht ernst genommen manchmal, weil gerade weil ich immer viel Spaß mache. Ein Mensch, der viel Spaß macht, kriegt nicht so einen hohen Respekt, wie wenn er jetzt plötzlich ein Böser wäre. Mhm. Und da ich ja nicht böse war, deswegen hat er mich nicht immer respektiert. Was hattest du eigentlich mit Bushido zu tun? Wir waren Freunde. Ich wollte ein Lied aufnehmen damals. Kay hat mir das ermöglicht, dass ich nach Berlin gehe. Kay war ja der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Mhm. Weil er gesagt hat, Bushido will dich kennenlernen. Hin und her. Natürlich, eine Hand wäscht die andere. Ich nehme bei denen auf. Dafür mache ich ihre Videos, Präsentation. Dass ich etwas lese, was ich nicht, heute noch nicht so gut kann. Ich musste damals ich wollte in seinen Videos dabei sein und dass ich diese lustigen Sachen mache. Und was halt ihn dann in seine DVDs damals auch gut angekommen ist. Also er ist natürlich, was Erfolg in der Musikbranche angeht, in der deutschen Champions League. In seinem Bereich schon. Vielleicht jetzt nicht mehr, weil die Leute vieles nicht mehr vielleicht abkaufen wie damals. Aber das ist jetzt nicht mein Ziel, hier zu kommen und darüber zu reden. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, warum es nicht mehr so gut läuft, weil die Menschen, die eigentlich gut zu ihm waren, ich rede jetzt über mich, nicht geschätzt hat. Ich habe eigentlich von dem ganzen Bushido-Geschichte gar nichts davon gehabt. Aber du bist ja freiwillig dahin gegangen. Es war geil, ich habe geile Zeit gehabt, umsonst gegessen, ich durfte umsonst wohnen. Ich hatte kein Jobcenter oder Arbeitsamt, wo ich was rechtfertigen musste in den 2 Jahren. Sondern es war einfach so wie ein Hund, so kann man sagen. Ein Hund, der nichts redet, nichts macht, der darf nichts sagen. Eigentlich war ich ein Schoßhund in dem Moment. Ich konnte selber entscheiden, was ich mache. Ich konnte selber entscheiden, aber ich durfte halt nicht, weil es war ja so, ich bin halt der lustige Typ. Der lustige Typ soll nur lustig sein. Er darf nicht einmal seine Meinung sagen, sauer sein, der Böse sein. Durfte ich nicht. Ich war so, dass ich einfach nur der Lustige war und das war's. Ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, weil du bist 39 und du machst das Ganze seit, also als du angefangen hast, da war ich gerade im Kindergarten so. Yeah. Und so lange auf dieser Medienbühne irgendwie zu überleben und sich durchzuschlagen, ist natürlich auch eine Kunst. Und mich interessiert natürlich, was nach dieser Zeit, wo du dann in Berlin warst, was für dich persönlich scheinbar nicht so positiv war, was du danach im Fernsehen gemacht hast. Weil du warst ja dann noch in solchen typischen Reality-Shows. Big Brother's Life. Und da würde es mich interessieren, was geht da ab? Wie echt ist das Ganze? Bevor man da reingeht, kriegt man so Fragen gestellt. Deine Schwächen, was liebst du, was du hast? Und das wird natürlich einen herausgefordert, was geil ist. Ich stehe dazu, ich finde es geil. Wie fühlt sich das denn an, wenn du in so einer Show bist? Ja. Also mir persönlich, ich achte immer sehr genau darauf, was ich jetzt irgendwie poste, was ich von meinem Privatleben natürlich auch öffentlich zeige, weil ich weiß, es ist nicht wieder zurückzunehmen. So, weil alles, was du einmal ins Internet gibst, sage ich auch meinen Zuschauern immer, alles, was man einmal gepostet hat oder irgendwo online steht, das verschwindet nie wieder. Das Internet vergisst nicht. Ich habe keine Angst. Und du setzt dich dann in eine Fernsehsendung, die dich über Wochen hinweg 24/7 beobachtet. Ja. Bei allem, was du machst. Wenn du duschen gehst, wirst du gefilmt. Komplett. Ja. Wenn du auf Toilette bist, ist irgendwer da. Es gibt immer ein Mikrofon, was jeden deiner Ausrutscher, wenn du mal vielleicht gerade schlecht drauf bist, und mitnimmt. Dann wird es das gezeigt. Und im schlechtesten Fall landet aber das ich dann im Fernsehen. Ich stehe dazu. Ich weiß, dass
aber ich weiß, dass ich auch besonders bin. Wie fühlt sich das mich denn nimmt an? Man es nicht so übelst, wenn ich jetzt auf Toiletten kacken gehe, Beispiel, so übelst, wie wenn jetzt bei einem anderen das war. Bei mir ist halt, die wissen, ey, der wird es machen, das hat kein Fremdschämen in der Hinsicht. Okay, das heißt, dir ist das letztendlich egal. Also natürlich, weil ich denke, das ist alles Menschliches. Okay. Jeder muss doch kacken gehen. Ich meine, es ist ja keine Kunst. Natürlich, wenn man jetzt darüber ein Thema macht, dann ist es natürlich eklig oder Fremdschämen für Leute. Für mich ist das Wurst. Das ist ein sehr spannender Punkt. In der Toilette ist es auch wieder Wurst. Das ist alles Wurst. 100%. Egal, weißt du, was ich meine? Ja, ich bin mal auf die Meinung der Zuschauer gespannt, weil der Punkt ist auf jeden Fall richtig. Es ist was absolut Menschliches und jeder macht es. Ich für meinen Teil bin halt dann eher so an dem Moment, dass ich, also es geht dann nicht um Fremdscham, sondern ich möchte halt dabei nicht gefilmt werden. So, das ist, oder ich möchte auch nicht, dass Menschen mir dabei zugucken, weil ich will dann einfach bei mir selber sein. Also man könnte jetzt denken, er ist käuflich, aber es ist halt so, man muss auch das tun, manchmal, wo man denkt, manchmal, ich würde es nicht so gerne machen, aber man probiert es, eine Herausforderung. Man will sich ja doch im Leben, geht es alles um Herausforderung. Das klang jetzt gerade so, als würde es auch so ein bisschen um Geld gehen. Es geht auch um Geld natürlich, ist ja logisch. Ich mache es ja nicht einfach nur um Spaß und nur weil ein paar Leute lachen. Auch um Geld, ist ja logisch. Wenn du über Geld redest, dann bist du natürlich wieder der Depp. Wenn ich jetzt reich, dann würde ich sagen, oh, den hasst man. Wenn ich sage, ich bin arm und erzähle nur Probleme, dann würden mich natürlich mehr Leute lieben. Mhm. Als wenn ich sagen würde, ich bin reich, ich bin cool, ich kann auch der Macker sein. Natürlich, das alles verkörper ich auch. Ich bin nicht nur der Typ, der hilft und nur. Ich habe auch meine Seiten, wo ich sage, ich will der Geilste sein. Das ist doch normal. Deswegen bin ich auch der Entertainer, den man mich auch kennt. Du bist halt ehrlich. Ja, natürlich. Mhm. Vielleicht nicht der Allergeilste, aber ich bin geil. Geiler Typ. Ich will auch in deinem YouTube-Channel auch zeigen, nicht, dass es nur Menschen gibt, die nur Probleme haben, obwohl ich auch Probleme hatte und trotzdem, ich bin stark. Dass es auch starke Menschen gibt, die durch Probleme hochgekommen sind. Und nicht nur die Kleinen, die nach unten gehen, sondern ich gehe mal höher, auch wenn ich älter werde. Mit 60 bin ich vielleicht noch krasser Typ wie jetzt. Vielleicht sehe ich noch jünger aus. Vor mir aus ein paar Botox-Spritzen oder ein paar weiß ich was. Scheißegal. Ich will Leuten zeigen, dass es trotzdem geht, auch egal wie alt man ist und was man tut, dass es immer geht. Diese ganzen TV-Shows, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, okay, es ist teilweise vielleicht auch in gewisser Weise erniedrigend, wenn du in Situationen gezeigt wirst, die dir selber im Nachhinein unangenehm sind. Manchmal regt es mich schon übelst auf. Ich sag dann auch Ausdrücke oder... Du bist ja auch so ein impulsiver Typ. Ich habe mein Handy schon ein paar Mal kaputt gemacht. Und dann, aber nachhinein denke ich wieder, ey, das war doch geil, weil es hat wieder neue Aufträge reingebracht. Okay, welche dieser Shows hat dir am meisten gebracht? DSDS, weil ich bin ehrlich, mit Dummheiten habe ich Geld verdient, was für andere Dummheiten ist. Ich würde nicht sagen, DSDS ist dumm, aber dass ich durch diese Art lustig, Performance, auch wenn ich nicht singen konnte immer und es dann dazugelernt habe und immer besser geworden bin, habe ich dadurch viele Auftritte. Es gibt ja heutzutage super viele Formate in dieser Trash-Spalte im Fernsehen. Mhm. Und du hast, glaube ich, die meisten davon schon mal irgendwie reingeschnuppert oder zumindest mal eine Anfrage bekommen. Was würdest du sagen, welches ist das lukrativste von diesen Formaten? Das kann ich nicht sagen. Eigentlich ist jedes Format lukrativ. Eigentlich jedes, selbst Bau sucht Frau. Auch wenn ich das nie angucken würde. Mhm. Ich denke einfach, ich könnte auch da mitmachen. Wenn eine Bäuerin ist so wie jetzt meine Freundin da hinten mit geile Titten, gut aussieht und lustig ist und sympathisch, ja, dann denke ich, dass ich auch bei so einem Format mitmachen könnte. Wenn du jetzt so viel Zeit schon auch mit deinem Künstlerdasein Geld verdienst und trotzdem sagst, okay, du könntest heute schon total reich sein, aber du bist es nicht. Warum bist du es nicht? Leider konnte ich mit Geld nicht umgehen. Das Spielen hat dann praktisch 2009 angefangen, als die ersten Spielhallen so erstmal so digitalisiert worden sind mit diesem Fernsehbildschirm. Dann hat es angefangen mit Spielen. Da habe ich natürlich krasse Sachen gespielt. Ich war auch Casino ab und zu mal. Ich habe manchmal auch, wo ich gezockt habe, wo ich Spieler war, Automaten, habe ich manchmal auch hohen Summen gewonnen in dem Moment, weil ich halt groß gespielt habe. Und dann plötzlich waren Millionen von Leuten um mich herum. Ich habe sie allein geladen, aus Jux und Laune. Mhm. Bezahlt die Rechnung, Shisha. Und habe gesagt, nimm noch eine Flasche, ich zahle dir das. Oder zum Beispiel der eine sagt, ah, ich habe gerade mein Handyrechnung, ich bezahle da 100 Euro, nimm das. Bei 6.000 Euro war mir das scheißegal. Weil ich gesagt habe, es ist sowieso dreckiges Geld.
Und ich weiß, ich schmeiße es vielleicht nächste Woche wieder rein, dann gebe ich es lieber den Leuten, die gerade das Problem haben, bevor ich es wieder reinschmeiße in den Drecksautomat. Aber dann habe ich meine Rechnung nicht bezahlt. Und es kann sein, manchmal habe ich es runtergespielt und dann konnte ich die Rechnung nicht bezahlen. Krass. Ist auch passiert. Und dann habe ich es wieder reingemacht und geholt, gebracht. Geld war immer bei mir da, weil ich wusste, wie man Geld macht. Nur ich konnte es nicht kontrollieren. Wenn jemand so eine Show mal gewonnen hat zum Beispiel, mit wie viel Geld kann so jemand nach Hause gehen? Es kommt drauf an, es gibt Plattformen, da kannst du 50.000, 100.000 plus noch 50.000 Gage. Bei mir war das leider noch nie so, weil ich halt, ich bin selber schuld in vielen Sachen, dass ich immer gleich selber gehandelt habe. Ich habe oft auch ohne Manager gehandelt. Das macht nochmal der Manager und dann ich mich, was heißt für diese Sendezeit, was ich hatte. Nicht jeder natürlich sagt, ich feiere den oder ich will den unbedingt im Fernsehen sehen. Aber für das, was ich dann so gebracht habe und was dann natürlich diesem Format so krass verändert hat wie DSDS, hätte ich da schon eigentlich Geld verlangen können, weißt du, und dann ich sehr reich geworden wäre, weil diese lustigen Situationen dann immer krasser geworden sind und immer populärer geworden sind, dass man praktisch fast diese krasse Sachen mehr angeguckt hat, als die, was wirklich gut singen konnte. Freunde, was würdet ihr sagen? Würdet ihr bei so einem Showformat mal mitmachen wollen, wenn es um so viel Geld geht? Oder sagt ihr, das ist es mir auf jeden Fall nicht wert, unterm Strich? Finde ich, ist eine spannende Frage für dich. Du hast deine Entscheidung ja klar getroffen, weil das dann irgendwo auch dein Leben ist. Und trotzdem hast du gesagt, das Geld festzuhalten war immer super, super schwierig. Und Dinge wie Glücksspiel haben das Ganze noch befeuert. Ja. Was war so der Abend, wo du dich daran erinnerst, wo du das meiste Geld mal verloren hast? Was war so eine Summe? Schon ein paar Tausende. Es kann sein, ich habe vielleicht lange gespart, ein halbes Jahr, und plötzlich, bam, habe ich dann genau das, was ich ein halbes Jahr durch meine Gagen gespart habe, alles auf einmal gebumst. Spielst du heute noch? Heute nicht mehr, vielleicht Handyspiele, so Clash of Clans oder Royal Clash oder Brawl Stars, so Spiele, wo manchmal Kinder spielen, da steigere ich mich voll ein. Ich habe Handys kaputt gemacht wegen solcher Spiele. iPhone 12 Pro ist bei mir gerade kaputt. Da oben ist das, guck, ich zeig dir das. Wegen dieses Brawl Stars Spiel. Weil einer dein Dorf angegriffen hat. Scheiß mal auf den Dorf. Guck mal, nur dass du siehst, hier Brawl Stars ist das passiert. Und wenn ich jetzt reparieren will, dann muss ich 600 Euro dafür zahlen. Und dann denke ich, scheiß auf die 600 Euro. Dann von mir aus, ich habe auch gegen Wand geschmissen, Fernseher kaputtgeschlagen, in Wand Loch reingeschlagen mit Faust und trotzdem weitergespielt mit blutender Hand. Verstehst du? Solche Sachen habe ich gemacht. Okay, das muss auf jeden Fall unter Kontrolle kriegen. Ich habe auch Automaten kaputtgeschlagen. Es ist ja nicht so, dass ich nur gespielt habe. Ich habe manchmal Fäuste reingehauen und trotzdem weitergespielt, obwohl das Automat schon halb kaputt war und geblinkt hat. Mhm. Und dann gewinnst du genau in dem scheiß Moment, wo du gewonnen hast, 4.000 Euro. Und dann sagt der Besitzer, die Scheibe kostet 2.500. Du kriegst nicht mal das Geld, was eigentlich drauf ist. Weil dann wollen die mit dir so Schlägerei machen. Dann sag ich, entweder gibst du mir Geld oder ich fick deinen Laden. Ich schwör dir, das ist so dann bei mir. Aber ich, habe ich dann Abstand genommen, weil ich gewusst habe, was soll das? Weil ich gewinne noch. Okay, der hat recht, ich zahle das Scheiß. Aber dann musst du mir das Rest vom Geld auch noch bezahlen, was noch überflüssig ist. Weil sonst, ja, und dann dem Moment aus Reaktion, deswegen habe ich dann aufgehört zu spielen vor 2,5 Jahren. Okay. Weil ich wusste, wenn ich dann weitermache. Das ist jetzt mal ein Satz, den ich 100% unterstützen kann. Also Freunde, was jetzt vielleicht in dem Moment so ein bisschen lustig klingt, weil der Typ halt das auch so lustig erzählt. Ist das ist nicht lustig, das ist so. Unterm Strich ist es halt auch etwas, was Menschen unfassbares Leid bescheren kann. Wir haben, also ich hab mich schon mal mit Mario zum Beispiel unterhalten, der vor kurzem sich nochmal gemeldet hat, weil er jetzt seit die längste Zeit seines Lebens schon wieder es vom Glücksspiel weggeschafft hat, aber mega viele Jahre da drin gehangen hat, Menschen teilweise sogar beklaut hat. Und, Bruder, niemals sowas. Ja, aber ich bin auf Flohmarkt gegangen, um Sachen zu verkaufen, zu spielen zu können, aber ich würde niemals klauen. Die Sucht treibt dich aber oft in sowas, dass du teilweise deine wichtigsten Sachen verkaufst. Ich weiß, das stimmt, das stimmt. Du hast es geschafft, 25.000 Euro in 48 Stunden zu verzocken. Tja. Wie stehst du selber jetzt mit ein bisschen Jahren Abstand zu diesem Thema? Jetzt, ich halte nichts mehr davon, weil ich weiß, ich werde dann böse,
Und ich weiß, ich könnte dann auch alles verlieren, was ich vielleicht liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, dass du heute das selber so erkannt hast und sagst, ey, mit Handyspielen ist es immer noch deutlich, deutlich sicherer. Ich werde nicht mehr aggressiv, so aggressiv wie vorher. Und vor allem schadet mir dieses Glücksspiel. Also Freunde da draußen, wenn ihr irgendwie mal das Verlangen habt, lasst wirklich die Finger davon. Schaut euch vielleicht wirklich die großartige Geschichte von Mario an. Er hat sich jetzt vor kurzem nochmal gemeldet und gesagt, dass er nach wie vor clean ist, wenn man das so sagen kann, das nur mal zwischendrin. Also man kann da richtig, richtig in die Scheiße rutschen. Cosimo, ich habe jetzt heute schon sehr, sehr viel über dich erfahren. Du bist unfassbar lange schon dabei und irgendwas macht dich ja erfolgreich. Also irgendwie hast du jetzt schon 20 Jahre auf die Art und Weise überlebt und scheinst es auch weiterhin zu machen. Mich würde jetzt interessieren, was würdest du Leuten da draußen raten, die selber sagen, boah, ich habe voll Bock auf dieses Entertainment-Business. Was sind vielleicht Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte oder Sachen, die man auf gar keinen Fall sich überlegen sollte? Also, wenn man schon Kamera vor sich hat, auch mal sagen, komm, Scheiße bauen einfach. Nicht nur so, ah, ich habe Angst, wenn ich das mache, dann ist so. Dann scheiß einfach alles scheißen, durchmachen. Nicht aggressiv sein oder Kameras kaputt schlagen, wenn man etwas weiß, das wird gefilmt. Einfach machen, was man machen will und fertig. Und dann wird man auch ein großer Star. Und die Energie kommt, weil man dann auch locker ist und nicht, weil man da was spielen muss. Dann kommt auch das. Das ist jetzt mein Tipp. Was ihr macht, ist eure Sache. Kann sein, ich habe euch einen Tipp gegeben. Es kann auch sein, dass es nicht dann so sein wird, wie ich es euch empfohlen habe. Aber jeder muss selber auf seine Art das rauskriegen, was cool und nicht cool ist. Und ich bin halt cool auf meine Art. Cosimo, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand es super spannend, jetzt mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, was überhaupt in deinem Kopf so abgeht. Mhm. Ich weiß, dass ich einige Sachen vielleicht erst im Nachhinein richtig verstehen werde, weil du bist einfach ein sehr crazy Typ. Und ihr könnt natürlich jetzt, wenn ihr selber sagt, boah, das war heute alles irgendwie viel zu schnell, der hat so viel im Kopf gehabt und das habe ich noch nicht ganz gerafft, schreibt mal eure Fragen unten rein, weil Cosimo kann auch ein bisschen die Fragen mit beantworten in den Kommentaren. Großes Dankeschön auf jeden Fall an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch, Bruder. Ich will dir gerne die Hand geben und umarmen, weil das macht man bei uns Italienern so. Ja. Aber du weißt, du hast ja selber gesagt, jetzt ist gerade so eine komische Zeit. Es ist schwierig, ich weiß. Aber wir haben es bald hinter uns, aber hoffentlich. Aber Faust geht die immer, Faust geht, du weißt. Cosimo, vielen, vielen Dank. Danke an euch, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wenn ihr euch selber mal hier in diesem Format sehen wollt, dann schreibt mir einfach eure Geschichte auf Facebook und vielleicht kommt dann genauso eine Folge mit euch zustande. Das war's. Yeah, Leute, rest in peace. Everybody, check this up. Immer gute Laune, ihr wisst. Super. Vielen Dank an dich, Cosimo, dass du heute am Start warst. Hier findet ihr noch ein weiteres Video von Funk und ein anderes Video von mir. Aber das war's erstmal für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, euer Leroy.